Der Architekt des Bischofs, Michael Frielinghaus, 62 Jahre alt, Vorsitzender des Bundes Deutscher Architekten. Seine Gebäude, Wohnhäuser, Industriebauten, Schulen sind zurückgenommen, sachlich und elegant in der Ausführung. Und das ist sein Bauherr, der Mann, der Deutschland im Alleingang zu einem Land von Architekturexperten und Hobbybaukostenkalkulierern gemacht hat. Seit Wochen beugen wir uns nun über Baupläne, Modelle und Kostenaufstellungen, denken über Luxusbadewannen und Edeleinbauschränke nach. Alles viel zu teuer. Ein Riesenskandal. Wir haben uns sehr beschränkt. Also dieses Wort Protzbau trifft wirklich nicht zu. Es sind ganz wenige Materialien, die sich wiederholen. Es ist eine sehr disziplinierte Formsprache. Und man muss es einfach mal sagen, es ist Qualitätsarbeit auf allerhöchstem Niveau. Qualitätsarbeit auf allerhöchstem Niveau. Dafür ist die katholische Kirche natürlich seit Jahrhunderten bekannt. Prunk und Perfektion gehören seit jeher zum ästhetischen Programm. Und Limburg bleibt dieser Tradition treu. Das Bauprojekt steht auf ehemaligem Brachland im Limburger Zentrum gegenüber dem Dom. Heruntergekommene mittelalterliche Kirchengebäude und Mauern wurden Schmuck gemacht. Ursprünglich sollte hier nur ein kleineres Gebäude entstehen für 5 Millionen Euro. Dann entschied man sich für ein Ensemble. Mittelpunkt von Frielinghaus Neubau, die Kapelle. Die Urform eines Hauses mit Bezug auf die Spitzgiebelhäuser in Limburg. Frielinghaus zeigt, wie man einen sakralen Raum radikal modern gestalten kann. Dass moderne Architektur nicht die Kälte mit sich bringt, die man ihr oft unterstellt. Sinnlicher Minimalismus. Aber Minimalismus ist oft besonders teuer. Sind dabei die Kosten außer Kontrolle geraten? Hier gab es keine Kostenexplosion. Hier gab es eine Kostenberechnung schon zu einem frühen Stadium. Und die kurze Zeit, die wir alle nur hatten, hätte gar nicht erlaubt, dass wir da groß ändern oder zwischendurch permanent Kosten erhöhen. Die Kosten für den Gesamtkomplex waren dem Bischof und seinem Baugremium seit Ende 2010 bekannt. Die Kommunikation dieser Kosten war natürlich fatal. Man hätte das immer viel früher ganz anders erklären müssen. Was aber macht diesen Bau so aufwendig? Der freigelegte Wehrturm? Jetzt kommt die Rolle des Bischofs. Wir haben diesen Fels sichtbar gemacht im Untergeschoss. Das war für ihn ein großes Thema, weil der Fels ja diese Symbolkraft in der Kirche hat. Darum gruppierte er einen Raum, den er ausdrücklich der Öffentlichkeit widmen will. Es gibt dort Felsadern und die mussten teilweise auch weggenommen werden. Diese Enge und diese Gründung sind sicherlich zwei Komponenten, die zu dem hohen Preis geführt haben. Und wie war das mit den Änderungswünschen des Bischofs? Das, was ich mal lesen musste, dass nach jeder Weltreise eine neue Idee wieder umgesetzt wurde, stimmt nicht. Aber kaum ein Bauvorhaben hat in letzter Zeit so die Fantasie der Leute beflügelt. Diese Karikatur ist nicht weit weg von den Vorwürfen, die erhoben wurden. So gab es Gerüchte, der Bischof, in den Köpfen bereits eine Art Ludwig II. Von der Lahn, habe Geheimgänge in den Felsen getrieben, um im zweiten Untergeschoss gar ein Fitnessstudio und weitere Gemächer einrichten zu lassen. Es sind in der Tat denkwürdige Dinge gesagt worden. Es gibt kein zweites Untergeschoss. Aber ganz ärmlich hat sich der Bischof nicht gerade eingerichtet. Das hier sind heimlich aufgenommene Fotos aus den Privaträumen des Bischofs. Vielleicht ein neues Genre. Das Architektur-Paparazzo-Foto. Ein kleiner Anteil wird von der Wohnung eingenommen. Wenn man das bedenkt, glaube ich, dass das ein Bischofssitz ist, der weniger aufwendig wirkt wie viele andere. Warum dann diese Aufregung? Könnte es sein, dass ein ungeliebter Bischof mit seinem ambitionierten Bauvorhaben in eine Zeit gerät, in der die katholische Kirche einen radikalen Imagewechsel vollzieht? In der ein amtierender Papst mit einem Renault aus den 80ern vorfährt und jeder kirchliche Würdenträger sich beeilt, die Schlichtheit seiner Lebensführung unter Beweis zu stellen? Schade für das schöne Haus.